Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kohlmeier. Konzentriert ist, wir reden heute über Netzneutralität und was wir feststellen und auch gut finden, ist, dass wir hier im Hause alle das Thema Netzneutralität für wichtig erachten und das auch am Ende des Tages hier als Signal rausgeht. Bei Netzneutralität, wissen wir alle, geht es um die Gleichberechtigung von Datenpaketen bei der Übertragung, unabhängig von Inhalt und Anbieter. Das ist ein technisches Grundprinzip des Internet und das ist auch wichtig, dass man das verankert. So, wir wollen als Grüne eben kein Zweiklassen-Internet und wir finden es gut, wenn das gesamte Haus auch so sieht. Jetzt, ja, danke. Ist da dieses Prinzip aber in Frage gestellt worden, deswegen gibt es jetzt hier die Anträge, deswegen befassen wir uns bundesweit mit diesem Thema. Und wir haben im Ausschuss des IT-DAT eine Anhörung dazu gemacht und haben dazu die Expertinnen und Experten, es waren nur Experten, befragt, welchen Begriff von Netzneutralität sollten wir denn verankern. Und da gab es von der digitalen Gesellschaft eine ganz klare Aussage. Das muss zügig passieren, es muss schlupflochfrei passieren. Und dazu haben die Piraten einen Antrag vorgelegt, der in sehr, sehr vielen Aspekten sehr gut ist. Wir hatten eine Frage offen, nämlich was genau damit gemeint ist, dass man auch rechtlich die Netzneutralität einschränken kann, wenn es rechtliche Gründe dafür gibt. Das fanden wir nicht perfekt formuliert, aber ansonsten war es ein sehr guter Antrag, der dem Senat auch einen sehr klaren Verhandlungsauftrag gegeben hätte. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Kohlmeier. Ich sehe das anders. Ich sehe das wirklich anders an der Stelle, als dass man dem Senat nicht nur mitgeben kann, mach mal irgendwas mit Netzneutralität, sondern man kann ihm natürlich mitgeben, 15, 17, 20 Punkte und sagen, bitte verhandle das und dann werden wir am Ende des Tages das Verhandlungsergebnis betrachten können und schauen, ob er alle Punkte dabei durchsetzen konnte oder eben vielleicht auch einige nicht. Aber gar keine Punkte mitzugeben, heißt, dass man in der Rundfunkkommission sich dann hinsetzen kann und allen zustimmen kann, wo Netzneutralität draufsteht. Das bringt dann aber keinen Fortschritt in der Sache. Und deswegen war der Antrag der Piraten hier deutlich besser geeignet, dem Land Berlin zu helfen, der Bundesrepublik zu helfen, als der Rumpfantrag der Koalition. Das bringt wirklich nur das Signal, nur das Signal, dass wir grundsätzlich für etwas sind, was wir aber nicht weiter beschreiben und unter das Paket oder den Namen Netzneutralität liegen. Deswegen werden wir den Änderungsantrag der Koalition auch ebenfalls ablehnen mit dem geänderten Antrag. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kohlmeier? Nee, jetzt an der Stelle nicht, vielleicht am Ende. Ich will ganz kurz zu Ende reden und dann können wir gerne die Frage je nach der Zeit noch machen. Vielleicht klärt sich's ja unterwegs. Wir wollen gerne ein gemeinsames Signal senden. Wir könnten aber uns deutlich mehr vorstellen. Wir finden es sehr schade, dass die Koalition hier nicht mitgehen kann und sich mal in der Sache damit beschäftigt, was die Piraten hier vorgelegt haben, sondern einfach alles wegkürzen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir dann hier aus dem Hause senden. Und ich glaube, da wäre deutlich mehr möglich und eben auch nötig gewesen. Und das, glaube ich, müssen wir mit unserem Abstimmungsverhalten hier auch deutlich machen. Soweit vielen Dank. Jetzt könnte ich noch die Zwischenfrage von Herrn Kohlmeier rannehmen, wenn er sie noch stellen will. Vielen Dank, Herr Gelbhaar. Das ist. Na dann, los. Danke, lieber Kollege Gelbhaar, für die Nachfrage. Das ist ja keine Zwischenfrage mehr. Insofern würden Sie mit mir zustimmen, dass der Änderungsantrag, den SPD und CDU hier vorgelegt haben, drei wesentliche Punkte enthält, die die Netzneutralität absichern kann? Oder würden Sie die drei von uns genannten Punkte nicht zu dem Thema Netzneutralität dazugehörig zählen? Sie sehen so, deswegen habe ich meine Rede vollständig zu Ende gehalten, weil eigentlich, wenn Sie weiter zugehört hätten, dann hätten Sie mitbekommen, dass diese Punkte beantwortet wurden. Wir werden Ihren Änderungsantrag ablehnen, weil er uns nicht weit genug ist, dass er inhaltlich nichts Falsches schreibt, aber einfach nur rudimentär ist. Das ist in der Sache halt nicht so hilfreich, wie man es hätte eben besser machen können, wenn wir dem Antrag der Piraten hier in der Gänze zustimmen hätten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gelbhaar.